Matutipela verläuft der Pfad entgegen dem Uhrzeigersinn, sodass alle Besucher gegen den Uhrzeigersinn um ihn herumgehen. Könnte das einen negativen Effekt auf sie haben? Also das Umrunden von Matutipela gegen den Uhrzeigersinn, oder Pradakshina, wie wir es nennen, hat auf der nördlichen Hemisphäre eine gewisse Auswirkung. Und der Grund, warum wir bei jedem kraftvollen Ort sagen, gehe nicht gegen den Uhrzeigersinn, ist, du magst Kraft erlangen, aber die Frage ist, wirst du in der Lage sein, damit umzugehen? In dem Moment, in dem du mit solchen Energien konfrontiert bist oder mit ihnen in Kontakt kommst, muss dir eine gewisse Stabilität zu eigen sein. Ein gewisses Maß an Verankerung sollte vorhanden sein. Andernfalls werden die ersten Dinge, denen du begegnest, schreckliche Formen verschiedenster Art sein. Du wirst sehen, dass der tibetische Buddhismus auch von schrecklichen Formen spricht, denen du auf dem Weg deines Sadhana begegnen wirst. Und auch die indischen tantrischen Wissenschaften reden genauso von schrecklichen Formen, denen du begegnen wirst, und wie du da durchgehen musst, ohne auch nur ein bisschen zu zucken. Wenn du ein wenig zuckst, in den tantrischen Geschichten wird das so gesagt, wenn du auch nur, weißt du, sich ein kleines Zucken in deinem System findet, dann wirst du bluterbrechend sterben. Das ist immer die Gefahr, dass, wenn du eine schreckliche Form siehst, wie Chinnamasta, und wenn du zuckst, dann wirst du bluterbrechend sterben. So geht die übliche Geschichte. Daher, dieses um die Vishuddhi-Energie herumgehen, die als Shivas Kehle symbolisiert wurde, symbolisiert als angesammeltes Gift. Und wenn es die falsche Richtung nimmt, könnte das Erbrechen von Blut eine natürliche Folge sein. Ich weiß nicht, ob es Überlieferungen und Geschichten in der Kultur der amerikanischen Ureinwohner gibt, die von solchen Dingen reden, von gescheiterten Medizinmännern, die losgezogen sind, um etwas zu erlangen, und sterbend Blut erbrachen, denn Vishuddhi ist die Kehle. Wenn es schief geht, verhält es sich so. Und Shiva ist der mit der blauen Kehle, weil das ganze Gift hier ist. Gift oder Giftstoffe sollten nicht als etwas missverstanden werden, das nur Leben auslöscht. Eine Schlange oder andere giftige Lebewesen tragen Gift in sich, denn das ist die Grundlage ihres Lebens, ihrer Nahrung, ihres Überlebens, ihrer Existenz. Es ist nur so, dass ein anderes Lebewesen nicht in der Lage ist, damit umzugehen. Das ist alles. Also gegen den Uhrzeigersinn zu gehen, und okkulte Praktiken sind immer verbunden. Okkult bedeutet eine andere Dimension, in der wir mit unseren physischen Energien arbeiten, auf eine Weise, die förderlich oder nicht förderlich sein kann. Aber im Grunde arbeiten wir nur mit der physischen Dimension der Energie. Das fällt nicht unter Mystik, das fällt auch nicht unter spirituelle Prozesse. Gegen den Uhrzeigersinn an jedem kraftvollen Ort handelt also im Wesentlichen davon.